Hallo und herzlich willkommen beim SketchUp Workshop. SketchUp von Google ist das 3D-Modellierwerkzeug für erste Projektideen. Teil 1 dieses dreiteiligen Workshops stellt das intuitive Programm vor. SketchUp kann man in der aktuellen Version 7 für die private Nutzung kostenlos herunterladen. Starten Sie dazu in Ihren Internetbrowser, geben Sie in der Eingabezeile www.sketchup.com ein und wählen Sie, wenn nötig, oben rechts die Sprache aus. Klicken Sie auf Google SketchUp herunterladen, danach weiter unten auf Google 7 SketchUp herunterladen. Wählen Sie Ihr Betriebssystem und bestätigen Sie die Lizenzbestimmung mit Zustimmen und Herunterladen. Klicken Sie im anschließend erscheinenden Download-Fenster auf Ausführen. SketchUp wird binnen weniger Minuten heruntergeladen und jeweils mit Weiter und Installieren installiert. Bei Download-Problemen sollten Sie übrigens die Sicherheitseinstellungen Ihres Internetbrowsers überprüfen und obige Arbeitsschritte einfach wiederholen. An dieser Stelle breche ich den Vorgang einfach ab, da auf dem Rechner SketchUp bereits installiert ist, und wechsle gleich zu SketchUp. Starten Sie das Programm über den Windows-Start-Button, entweder über alle Programme oder direkt im Auswahlfeld zuletzt verwendete Programme. Wählen Sie im SketchUp-Fenster Vorlage auswählen, das vorgeschlagene architektonische Design Millimeter aus und starten Sie mit SketchUp verwenden eine neue Zeichnung. Die Benutzeroberfläche ist in folgende Bereiche gegliedert: in die Titelleiste, die Menüs, die Symbolleiste und die Maßangabenzeile. Die Titelleiste zeigt den aktuellen Dateinamen an. In der Menüleiste sind alle Funktionen von SketchUp thematisch zusammengefasst. Die Symbolleiste enthält die wichtigsten SketchUp-Funktionen, die man sich auch in Textform anzeigen lassen kann. Dazu müssen Sie mit dem Mauszeiger kurz auf dem Symbol verweilen. Der Zeichen- oder besser 3D-Modellierbereich wird durch drei rechtwinklig zueinander angeordnete Raumachsen symbolisiert. Wichtig in der unteren Statusleiste ist das Fragezeichen-Symbol und die Kurzhilfe. Klicken Sie auf das Fragezeichen-Symbol. Es erscheint der sogenannte Mentor. Immer dann, wenn Ihnen die unten angezeichnete Kurzhilfe nicht ausreicht, gibt er Ihnen weitere Hilfestellungen zur aktuellen Funktion. In der Maßangabenzeile werden die aktuellen Abmessungen des gerade gezeichneten Elements angezeigt sowie Maße eingetragen, wenn man Elemente mit präzisen Abmessungen konstruieren will. Dazu mehr in Teil 2. Die Grundidee von SketchUp ist genial einfach und einfach genial. Jedes 3D-Objekt entsteht aus simplen 2D-Grundelementen wie Linie oder Vieleck, Rechteck, Kreis oder Bogen. Mit dem Werkzeug Drücken, Ziehen werden die zwischen den 2D-Elementen aufgespannten Flächen einfach in die dritte Dimension gezogen. Jede Fläche lässt sich in weitere Flächen unterteilen und modifizieren. Mit diesen wenigen, aber effizienten Werkzeugen lässt sich nahezu jedes 3D-Objekt konstruieren. Das folgende Beispiel zeigt, wie einfach das geht. Im Folgenden modellieren wir einen Holzklotz, durch den wir ein Loch bohren. Dazu löschen wir zunächst die Figur auf der Zeichenfläche. Wählen Sie die Funktion Auswählen. Klicken Sie mit der Maus auf die Figur und löschen Sie diese mit der Entferntaste Ihrer Tastatur. Sollte Ihnen übrigens einmal ein Fehler unterlaufen, kein Problem. Wie in anderen Windows-Programmen auch, können Sie mit der Tastenkombination Ctrl plus Z oder Ctrl plus Y schrittweise die zuletzt ausgeführten Aktionen rückgängig machen oder wiederherstellen. Ebenfalls können Sie begonnene Aktionen jederzeit mit der Escape-Taste abbrechen. Wählen Sie aus der Symbolleiste die Funktion Rechteck, bewegen Sie den Stift an den Ursprung des Achsenkreuzes, bis ein gelber Nullpunkt erscheint. Drücken Sie die linke Maustaste und ziehen Sie ein Rechteck in beliebiger Größe auf. Ein zweiter Mausklick auf die linke Maustaste legt die Größe des Rechtecks fest. Wählen Sie anschließend aus der Symbolleiste die Funktion Drücken, Ziehen. Bewegen Sie den Maussauger auf die Fläche des Rechtecks, bis darin ein Punktemuster erscheint. Drücken Sie die linke Maustaste und halten Sie diese gedrückt und ziehen Sie das Rechteck in die Höhe. Lassen Sie diese Maustaste an beliebiger Stelle los und der Holzklotz ist fertig. Für das Loch im Holzklotz wählen Sie die Funktion Kreis und fahren mit dem Stift an eine Kante des Klotzes entlang. Bewegen Sie den Stift in Richtung Kantenmitte, bis sich das rote Quadrat an der Stiftspitze in einen blauen Kreis verwandelt. Damit zeigt SketchUp an, dass er die Kantenmitte erkannt hat.
Bewegen Sie nun die Maus an die zweite Quaderkante entlang, bis SketchUp erneut den Kantenmittelpunkt erkennt. Führen Sie von hier aus nun den Stift in Richtung Flächenmitte. SketchUp zeichnet eine Hilfslinie. Sobald Sie in die Mitte der Fläche erreicht haben, fängt SketchUp sich auf die zuvor erkannte Mitte. Jetzt können Sie exakt mittig einen Kreis zeichnen. Legen Sie dazu mit der linken Maustaste einen Kreismittelpunkt fest und ziehen Sie den Kreis auf, indem Sie den Stift von der Flächenmitte wegbewegen. Mit einem zweiten Mausklick legen Sie den Radius des Kreises fest. Wählen Sie anschließend Drücken und Ziehen erneut. Klicken Sie auf die Kreisfläche und ziehen Sie den Kreis in die dritte Dimension. Nach vorn, nach hinten. Die Bohrungstiefe bestimmen Sie mit einem zweiten Mausklick, wobei wir den Holzklotz ja durchbohren wollen. Das teilen Sie SketchUp einfach mit, indem Sie den Stift auf die Kante der gegenüberliegenden Fläche bewegen. Sobald an der Pfeilspitze auf Kante erscheint, drücken Sie die linke Maustaste und fertig ist die Bohrung. Jetzt geben wir dem Holzklotz noch eine Holzstruktur. Wählen Sie dazu den Farbeimer und in den Auswahlbox das Auswahlfeld Holz. Danach eine Textur Ihrer Wahl. Klicken Sie auf alle sichtbaren Flächen des Holzklotzes und diese werden automatisch gefüllt. Wählen Sie jetzt die Funktion Rotieren. Bewegen Sie das Rotieren-Symbol auf den Quader und drücken Sie die linke Maustaste, halten Sie diese gedrückt. Durch Bewegen des Cursors können Sie das Objekt aus von beliebiger Perspektive betrachten. Drehen Sie den Klotz so, dass Sie die restlichen ungefüllten Flächen sehen. Wählen Sie erneut den Farbeimer und füllen Sie die Flächen mit der Holzstruktur. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Flächen gefüllt sind. Das Objekt ist fertig.